gleich. Nach, ja, eigentlich echt schon wieder mal relativ langer Zeit gibt es von mir wieder ein Video. Und zwar, ich habe mir jetzt einmal einen Bohrhammer von Parkside geholt, vom Lidl. Den Parkside PBH 1050. Und jetzt schauen wir mal, wie gut dass der performt, im Gegensatz zu dem Makita. Den habe ich euch ja vor ein paar Jahren schon einmal in einem Video gezeigt. Der ganze Test soll eigentlich ganz simpel ablaufen. Die Abtragsleistung vom Meißeln interessiert mich jetzt da eigentlich relativ wenig, da die ja eigentlich, sage ich jetzt mal, wirklich nur geeignet sind, um vielleicht einmal schnell ein paar Fliesen von der Wand zu haben. Irgendwie so ein Betonblock, wie jetzt, ich habe jetzt da als Testobjekt so eine Blockstufe. Für das ist ja so ein Gerät überhaupt nicht geeignet. Also das macht wenig Sinn, da sind die einfach zu schwach. Und ja, jetzt kommen wir einfach vielleicht einmal, dass man einfach einmal einen Vergleich hat, welche Maschine wie viel Leistung hat. Also zumindest auf dem Papier. Der nette Parkside. Für schlappe 50 Euro. Ja, der hält angeblich mehr Leistung als der Makita, der wo preislich ungefähr bei 120 Euro liegt. Der Makita ist übrigens der HR2470. Das einzigste Nachteil auf dem Papier, wo der hat, das ist tatsächlich das Gewicht, der wiegt glatt ein Kilo mehr, mit 3,7 Kilo. Bei Makita haben wir 2,6 Kilo. Leerlaufdrehzahl war man bei dem bei 0 bis 980 Umdrehungen in der Minute, wobei der Makita 0 bis 1100 Umdrehungen in der Minute schafft. Okay? Da ist er auch nochmal überlegen, der Makita. Aber jetzt geht's um. Leerlaufschlagzahl. Wir haben beim Parkside bei 0 bis 5300 Schläge pro Minute. Und der Makita bei 0 bis 4500 Schläge in der Minute. Und das Ganze schlagt mit einer Einzelschlagenergie von Parkside 3 Joule und der Makita mit 2,6 Joule. Nein, stopp, 2,7 Joule. Ja, das ist eigentlich von den Leistungsdaten her einmal das Grundlegende. Ansonsten haben sie eigentlich relativ gleich aufgebaut. Wenn man sich das hier anschaut, größentechnisch relativ gleich. Du kannst halt da umschalten auf Meißelbetrieb. So. Da hast du die Vorwahlstufe, wenn du deinen Meißel drin hast, wenn du in eine bestimmte Position dran willst, da brauche ich nichts dazu erklären, weiß ja jeder. In der Mitte haben wir die Schlagbohrfunktion und wenn man ganz rüber dreht, dann sind wir bei der normalen Bohrfunktion. Der hat noch ein kleines Detail dabei, oder besser gesagt mehrere Sachen. Den Makita, wenn du kaufst, da ist eigentlich gar nichts dabei. Beim Parkside, da ist unter anderem so ein Schnellspannbohrfutter mit dabei. Das wird praktisch einfach per SDS-Aufnahme vorne gesteckt. Und dann kannst du jetzt da ganz normale Bohrer oder theoretisch sogar ein Bit oder was rein. Du hast ein Bohrerfett dabei, so eine kleine Tube. Finde ich auch nicht schlecht. Und es sind halt nur drei Bohrer. Drei verschiedenen Größen. Ich denke mal, das ist 6, 8er und 10er.
und ein Spitz- und ein Flachmeißel. Das sind drei Deckel herin. Gut, der Bohranschlag, so ein war bei der Makita auch dabei. Und das finde ich eigentlich schon nicht schlecht, dass da ein bisschen ein Zubehör mit rein dann. So, jetzt da die Song. Probieren wir einmal, wie gut, dass es sie machen beim Bohren. Ich werde die jetzt beide gleichzeitig führen und werde die Maschinen einfach arbeiten lassen. Ich werde Korn bzw. so gut wie keinen Druck ausüben. Bohren kann man mit zwei absolut identischen, absolut niegelnagelneuen 20er Steinbohrern. Mit Vierfachschneide und ich sage mal so, das ist wahrscheinlich so ziemlich das Maximale, was man mit so einer Maschine eigentlich bohrt. Ich denke mal, es wird bestimmt noch mehr Ausnahmen geben, aber im Prinzip denke ich mal, ist so ein 20er Bohrer schon ziemlich das Maximum. So, jetzt tue ich schnell herrichten und dann schauen wir mal, welche schneller ist. So, also die Bohrer sind drin. Was ich noch positiv erwähnen möchte, das ist das doch wirklich dicke und vor allem weiche, also wirklich ein Gummikabel von der Parkside. Das bin ich von solchen günstigen Maschinen eigentlich eher weniger gewohnt. Ausreichend in der Länge, genau weiß ich es jetzt gerade nicht, aber kann man echt nichts sagen. Respekt. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Gut, ist der Griff nicht fest. Eigentlich egal, aber trotzdem. So. Also, ich glaube, in der Kamera sieht man es jetzt nicht so gut. Zu meiner Linken hier, das ist die Parkside, zu meiner heute aus, zu meiner Rechten hier ist die Parkside und zu meiner Linken ist die Makita. So, fangen wir an. Eigentlich nicht schlecht. Die Makita war ein bisschen schneller, aber so einen großen Unterschied finde ich, kann man da jetzt nicht feststellen. Ich meine, klar, was jetzt halt noch interessant wäre bei den Geräten ist, ist halt die genauso, die Parkside genauso langlebig wie eben die Makita. Ich meine, die Makita, die habe ich jetzt wirklich schon ein paar Jahre und die hat auch einiges leisten müssen. Ich habe es tatsächlich nicht geschont. Die ist zwar tatsächlich nur im privaten Bereich genutzt worden, aber geschenkt habe ich ja auch nichts. Und ich muss sagen, ich war oft nur erstaunt über die doch recht gute Leistung. Aber ich denke mal, um ehrlich zu sein, für einen Privatnutzer, der wo tatsächlich hin und wieder mal ein Loch in Beton bohren muss,
ist also ein Parkside wirklich ausreichend. Vollkommen ausreichend. Leistung ist vergleichbar und ich meine, Preisunterschied ist halt doch ein bisschen was. Außerdem, für jemanden, der noch kein SDS-Gerät hat, ist es natürlich eine super Geschichte, weil bei der Parkside ist alles dabei. Vielleicht nur zwei, drei Bohrer, was du vielleicht noch dazu kaufen solltest. Aber du hast einen Spitzmeißel, du hast einen Flachmeißel dabei, du hast ein Fett dabei. Du hast zusätzlich noch ein Schnellspann-Bohrfutter dabei. Also, meines Erachtens, für einen Privaten absolut, absolut ausreichend. Also, mit unserem Bohrer, so einem 20er Bohrer, hat er überhaupt kein Problem im Beton. Und ich denke mal, auch nochmal 1, 2, 3 Nummern größer. Ein 25er Bohrer würde ich jetzt nicht fürchten. Ich habe jetzt keine zwei gleichen nicht da. Sonst wäre jetzt sogar noch vielleicht nochmal mit einem bisschen größeren 25er Bohrer oder so den gleichen Test nochmal machen. Aber im Prinzip denke ich, werde es ähnlich ausschauen. Ich denke, dass die Makita einfach mit einem kleinen Vorsprung gewinnen wird, aber der wird nicht groß sein. So, in diesem Sinne, schön, dass ihr zugeschaut habt. Den fast seltenen Test wird es bald nochmal geben. Und zwar habe ich da noch einfach aus Neugierde den großen Bruder von dem Parkside, den habe ich mir auch gekauft. Wie heißt der jetzt? PBH 1500 oder irgendwie so. Und den werde ich dann gegen meine Bosch GBH 328 oder wie er heißt, antreten lassen. Und klassengleich, das glaube ich, sollte sich von den Leistungsdaten her auch gut treffen. Und das werden wir dann demnächst einmal anschauen. Also es wird definitiv bald wieder eins kommen, nicht erst in einem Jahr. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ansonsten Servus, bis zum nächsten Mal.